Frankl Racing Systems, einer der ganz großen Arbeitgeber in unserer Region. Das Unternehmen gilt als Synonym für den Fortschritt, für Spitzentechnologie und für allerhöchste Qualität. Natürlich hat die Corona-Krise auch Bankl voll erwischt. Vor rund einem Monat wurde für die rund 1100 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Mittlerweile gibt es jedoch Licht am Ende des Tunnels. Wir sprachen mit Wolfgang Plasser, CEO von Bankl Racing. Die erste Frage, die natürlich in der Region hier brennt, wie schaut es bei Bankl aus? Wird derzeit gearbeitet? Wie viel wird gearbeitet? Wie schaut es mit Kurzarbeit aus, Kündigungen? Können wir da so einen kleinen Überblick bekommen? Ja, sehr gerne. Also wir haben ab Mitte März eigentlich die Situation gehabt, dass viele unserer Kunden zugesperrt haben, ihre Werke, haben im März schon einen Umsatzeinbruch von 25% gehabt. Im April liegen wir ungefähr bei 50% Reduktion im Vergleich zu den Vor-Corona-Niveaus. Und das heißt ja, natürlich, wir arbeiten, weil die 50% müssen ja auch produziert werden. Wir haben natürlich Kurzarbeit angemeldet für de facto alle Mitarbeiter und im Schnitt jetzt im April sind rund 50% der Mitarbeiter auch in Kurzarbeit. Lässt sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon ein Schadensvolumen irgendwie beziffern, wie viel Geld fehlt durch diese Krise? Nein, das kann man in Wirklichkeit nicht wirklich seriös beziffern. Wir rechnen damit, dass wir zumindest 30% des geplanten Jahresumsatzes verlieren werden in etwa. Wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, die Regierungen in Europa beginnen jetzt mit Lockerungsmaßnahmen. Wie schaut das aus? Sieht man auch bei Bankl irgendwie so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels? Ja, natürlich. Also unsere Kunden beginnen ja mit den Vorbereitungsmaßnahmen für die Werksöffnungen. Auch dort gibt es eine neue Normalität, da werden dann die Sicherheitsabstände eingehalten, da wird desinfiziert, da werden Masken getragen werden, wo nicht genügend Abstand gehalten werden kann. Und ich gehe schon davon aus, dass wir ab Mai wieder deutlich bessere Aktivität sehen werden oder eine steigende zumindest. Sehr positiv sehe ich natürlich auch die Meldungen, die gestern die österreichische Bundesregierung verbreitet hat, dass sie dem Formel 1 Grand Prix am Red Bull Ring im Juli zumindest nicht im Weg stehen möchten und dass halt de facto ein Geisterrennen wahrscheinlich stattfindet. Im Rennsport sind es unter Umständen Geisterrennen. Wie schaut die Situation eigentlich im großen Feld von Bankl in der Flugzeugindustrie aus? Man hört überall, die Auer beispielsweise braucht eine staatliche Beteiligung, um zu überleben. Wie schaut es da bei den Kunden aus? Ja, die Luftfahrt ist natürlich massivst betroffen, wobei da relativ lange Vorlaufzeiten sind und wir jetzt von unseren Triebwerkskunden eigentlich jetzt nach Ostern die ersten Informationen bekommen haben, dass 30-40% Reduktion jetzt einmal in einem ersten Schritt zu erwarten ist. Das wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch etwas mehr. Die Luftfahrtzyklen sind etwas langsamer und dafür länger als im Vergleich zum Automotive. Der Helikopterbereich läuft noch relativ gut und stabil, muss man sagen. Und insgesamt, ja, werden wir sehen, wie sich die Luftfahrt erholt. Ich bin ja selbst sehr viel mit dem Flugzeug unterwegs und es war schon erschreckend, wie leer die Flughäfen dann im März waren. Wie sieht es bei Bankl jetzt hier am Standort in der Obersteiermark aus? Kann man schon etwas über die doch sehr ambitionierten Zukunftspläne sagen, die doch vor einiger Zeit hier waren? Naja, wir haben ja ein Aerospace-Werk geplant. Die Planungen sind auch nach wie vor am Laufen. Es war im Februar war schon die Bauverhandlung. Es soll jetzt im Mai die gewerberechtliche Verhandlung stattfinden. Wir beginnen auch mit der Ausschreibung. Wenn Sie mich vor 6 Wochen gefragt hätten, hätte ich gesagt, wir bauen definitiv im Herbst. Jetzt müssen wir die Entwicklung abwarten. Das Werk, die Bauzeit ist rund 2 Jahre. Das heißt, in zwei Jahren wird die Krise auch schon wieder etwas anders ausschauen und sich größtenteils erholt haben. Und insofern ist die Entscheidung noch nicht wirklich gefallen. Wir sind auch nach der letzten Krise bei den ersten Unternehmen gewesen, die wieder zu investieren begonnen haben. Und möglicherweise ist die Baukonjunktur ja jetzt etwas schlechter als in den letzten Jahren und insofern können wir vielleicht bessere Preise realisieren. Wir werden die Entscheidung in den nächsten Monaten treffen.
Wenn man jetzt kurz so das Ganze global sieht, und das ist ein globales Problem, und Sie sind im Spitzenmanagement, wie sehen Sie überhaupt die Entwicklung? Viele sprechen davon, es hat noch nie so einen Einschnitt in der Geschichte der Menschheit gegeben. Die wirtschaftlichen Folgen werden noch 2 bis 3 Jahre dauern, bis sich das Ganze wieder erholt. Wie sehen Sie in die Zukunft? Naja, es stimmt, es hat so eine globale Krise hat es eigentlich noch nie wirklich gegeben. Was schon Hoffnung macht, ist auf der einen Seite die große Bereitschaft der verschiedensten Regierungen und internationalen Institutionen, da jetzt wirklich mit Geld der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Und die Entwicklung in China ist eigentlich auch ganz vielversprechend. Wir haben ja bei der SAW, bei unserer Schwesterfirma, ein Automotive-Werk in Shanghai, in der Nähe von Shanghai. Und da haben wir im Februar nur 20% unseres Planumsatzes gemacht. Aber im März schon 50%. Jetzt im April werden wir bei rund 80% liegen. Und im Mai gehen wir davon aus, dass wir schon wieder auf Plan liegen werden. Da gibt es eine gewisse Sonderkonjunktur. Die chinesischen Städte vergeben mehr Autonummern zum Beispiel jetzt, um auch der Automotive-Industrie wieder Wachstumsimpulse zu geben, und viele Leute vermeiden es derzeit auch in China öffentlich zur Arbeit zu fahren, sondern individual, und da wird halt der eine oder andere sich auch ein Auto kaufen. Kurz noch abschließend, man sagt immer, in jeder Krise gibt es auch eine Chance. Sehen Sie jetzt ganz speziell für Bankl irgendwelche neuen Märkte oder neuen Chancen, die Sie für die Zukunft entwickelt haben? Na, neue Märkte sehe ich da jetzt eigentlich nicht. Die Chance für uns ist genauso wie bei der großen Finanzkrise vor 11, 12 Jahren, dass wir sehr gut aufgestellt sind, dass wir weiterhin unsere Prozessfähigkeit erhalten, unsere Lieferfähigkeit, dass wir die Kunden auch in schwierigen Zeiten gut versorgen, dass wir ein stabiler Partner sind, und dann werden wir so wie das letzte Mal auch nach der Krise wieder Marktanteile gewinnen, und also insofern, es gibt ein Leben nach Corona, und es wird auch weitergehen. Ja. Vielen Dank für das Interview und alles Gute. Danke, alles Gute.